dann starten wir mal heute das kleine Videochen, die schon angekündigt ist, ja, die Verlosung der Hefte. Da ist einmal das Aquaristikheft dabei, hier Leidenschaft fürs Hobby. Und dann eine komplette Jahresserie von 3-4 Hefte für Gary Dina. Zeigt mal die. Ich weiß nicht, ob die jetzt unter Garnelenhalter ist, die einem bekannt eigentlich. Und die sind jetzt alle von dem Jahrgang 22. Ne? Man könnte die jetzt auch aufheben oder wenn ihr sie gewinnt, derjenige aufheben oder durchlesen und dann gibt er sie wieder ab. Muss ja nur, kann ja jeder selber entscheiden, was er macht mit der Hefte, kann ich gar nicht bestimmen. Oder halt aufheben. Schöne Sammelprojekte. Und nach 20, 30 Jahren steigen sie vielleicht im Wert. Keine Ahnung, kann möglich sein. Da geht es heute um die Verlosung. Dann wollte ich aber ganz kurz doch mal rüber schwenken. Wegen die. Ich muss mal rüberrutschen hier, Mensch, dran. Und zwar hatte ich doch das Verlosung. Das Bild hier getestet. Und zwar hatte ich ja den Eisendünger her. MPK-Dünger habe ich auch noch da, aber wie lange jetzt die Menge hält, das wird höchstwahrscheinlich nicht mehr so relevant sein. Man sollte ja beim Schütteln der Flasche den Deckel zu machen. Hatte ich natürlich auch viel lassen. Gegriffen, geschüttelt, ist natürlich ein bisschen was daneben gegangen, aber okay. Dann habe ich aber noch rausgeguckt, Fund oder beziehungsweise sind ja hier immer noch relativ viele Bestandteile drin vom Eisendünger. Unter anderem, muss ich mal so ein bisschen euch so ein bisschen hierher und hoffen, dass ihr seht. Unter anderem, ich hatte mir mal so ein bisschen alle rausgeschrieben und rausgesucht. Und zwar unter anderem Kaliumoxid. Kaliumoxid ist ein wichtiger Bestandteil noch für die Pflanzen, also auch für die Photosynthese verantwortlich und halt sorgt außerdem noch dazu, trägt dazu bei, dass wir halt noch schöne Blattgrün kriegen und genauer auf den Bestandteil möchte ich jetzt ja nicht weiter eingehen. Es ist ja nicht nur Eisendünger, es ist Eisenpowerdünger und ich hole euch mal dran, um euch das jetzt mal so ein bisschen zu zeigen. Das andere Becken hatte ich ja runtergeschnitten gehabt. Vor ein paar Tagen. Da hatte ich ja mit den Bartalen immer noch zu tun gehabt. Das sind natürlich dann dementsprechend auch alles so ein bisschen verlangsamt. Also hier sehe ich schon mal vom Blattgrün her auf jeden Fall mehr Stärke, muss ich dazu sagen. Es wächst schneller. Hier oben musste ich auch so ein bisschen zurückschnippeln, die Pflanze. Die wächst wunderbar. Die anderen da von der Lotuspflanze, die ich ja hier unten habe, die Knollen. Die eine seht ihr ja hier so zwischendurch wachsen, die Blätter. Die kommen auch jetzt schön raus. Schön grün. Und die das ganze Werk durchführen, was auch jetzt richtig schön passt. Und zwar genau bis zum ungefähr 15. Mai. Und dann werden wir mal, was dann noch so wunderbar passt, dann werden die Becken 3-4 Wochen, also 3 Wochen mal nicht gedüngt, überhaupt nicht. Und dann benutze ich mal einen anderen Dünger. Und guck mal, was der dann so an Reaktionen hat, beziehungsweise ob ich jetzt sage, okay, die Pflanzen erholen sich nicht mehr so doll danach. Also ich schätze ja, wenn man so ein Aquariumpflanzen jetzt zum Beispielweise ein paar Wochen nicht düngt, dass man dann vielleicht schon so ein bisschen Nachteil oder irgendwo was feststellen kann, dass die halt dann doch nicht so viel und gut wachsen. Jetzt gehen wir aber nochmal zu dem großen Becken hin. Das ist auch nochmal interessant hier, das Eheim-Becken, was immer noch wunderbar läuft. Das sind immer die Spiegelungen am Tag, ist immer so schlecht drüber. So, ja gut, okay, ich kann ja nicht meckern her. Hier unten seht ihr ja selber, so ein bisschen die Brucifalander wird langsam überwuchert von den anderen Pflanzen alle drin. Ich will jetzt nicht einzeln jetzt auf jeden Namen eingehen bei denen. Da konnte ich es feststellen,
Ich konzentriere mich ja jetzt auch auf einzeln nur auf die Blätter halt, ob man irgendwie was merkt, denn ich hatte vorher hier noch nie mit Eisendünger zugedüngt, also nur normaler NPK-Dünger drinne, ohne Eisen. Und mir fällt es auf, dass die Blätter, vorher hatte ich ja so, manche Blätter sind noch so ein bisschen, so sehe ich da noch ein. Ja, und zwar hatten die neuen Blätter immer, oh, sieht man das hier an dem Blatt, seht ihr die rötlichen Stellen, so bräunlich-rötliche Stellen, die gehen jetzt mittlerweile weg oder beziehungsweise die neuen Blätter haben es auch nicht mehr. Das ist mir hier aufgefallen bei diesem Beckenaugenblick. Okay, Algen habe ich sowieso noch keine Probleme gehabt. Toi, toi, toi bei dem Becken. Also kann ich wirklich nicht meckern. Und dann noch was, gehen wir nochmal zurück zu dem Becken. Und dann hatte ich ja spaßeshalber. Oh, ich ziehe euch jetzt mal hier wieder rüber. Oh, das sieht man es nicht. Und zwar bei dem Becken hier, mein Red B-Becken. Und da geht es hauptsächlich drüber, man hat ja immer so ein bisschen Angst mit dem Eisendünger bei Garnelen drin. Dann habe ich angefangen, das Becken auch zu düngen damit und konnte feststellen, also die Garnelen, konnte ich feststellen, dass sie also gesundheitlich weiter so, also geschwommen sind, wie sie immer schwimmen, wie so eine Garnele halt so rund schwimmt, die ganze Geschichte. Ja, und hier genau dasselbe, hier halt der Nachwuchs drin, CO2, da ist der Test im grünen Bereich drin. Und ich bin gespannt, wie sich das Becken so ein bisschen weiterentwickelt, ja, von den Pflanzen her. Denn es geht ja auch beim Eisendünger, geht es auch immer um das Blattgrün, dass ich schöne dunkle grüne Eisen, habe ich schon Blätter habe. Also da kann ich jetzt nichts feststellen, negative Augenblick, also so. Einzige ist natürlich immer so gesagt, wenn man jeden Tag dran, muss man dran denken zu düngen. Aber daraufhin hatte ich ja dann mal ein Video gemacht bei der Meerwasser-Aquaristik, da kennt ihr ja die Dosierpumpen, die da gibt. Gibt es auch einen Kanaldosierpumpe und da könnte man in dem Sinne auch dort die Behälter anschließen und dann dementsprechend dort mitverwenden. Ne? Und so könnt ihr euch das sparen, das Ganze einzeln jeden Tag mit der Spritze da einzeln immer reinzutrüppeln. Ne? Das Gute finde ich auch so gesagt, wenn das jetzt nochmal auf die Konzentration zurückzukommen, das passt alles so, bei der Ganze von der Menge her. Denn gerade wenn ich ja so eine kleinen Cubes habe, wie ich bei 20 Liter oder 30 Liter, was man ja denn mittlerweile sehr oft schon hat an Aquaristik. Und dann ist es natürlich immer schwer, genau so ein Becken zu dosieren. Und dafür passt es genau noch hin. Man kann es noch wunderbar dosieren. Ich habe ja immer noch meine Dosiertabelle hier. Hatte ich ja euch schon mal gesagt, ihr habt NPK bei 30, 20 Liter mache ich ungefähr mal 0,5 Milliliter rein. Ist wunderbar mit der Spritze zu so dosieren. Und Eisenpower auch, und das Eisenpower-Zeug auch bei 0,25 Milliliter. Also hatte ich ja jetzt zum Beispiel eine andere Konzentration von Hersteller bei 0,1 oder wenn da steht, der 0,01 oder so, nur zu düngen oder wenn es halt noch konzentrierter ist, ja auch der NPK-Dünger oder der Eisendünger, da fängt es dann schon an, bei so einem kleinen Becken schwer zu werden. Ja. Okay, man könnte, ich habe die Flaschen ja nur so gekauft, ich weiß jetzt nicht, ob es die Flaschen auch noch gibt, zum Beispiel mit einer Dosierspritze mit bei, aber ich habe hier gesehen, es gibt noch schicke Spender dafür, denn Dosier, also mit Pump, so ein Pump, so eine Pumpvorrichtung kennt man, also da kann man halt sich noch so ein bisschen aufrüsten. Ne? Also wenn da jetzt keiner so eine Einwegspritze, kriegt er ja überall preiswert zu kaufen und sollte am wenigsten also ein Problem sein. Ja, jetzt kommen wir auf den Preisausschreiben, nee, ihr müsstet die Rätsel, ich habe das mir so vorgestellt, gibt es hier gewisse Richtlinien, die schreibe ich euch nochmal hin in eine Videobeschreibung. Aber ich werde euch mal kurz erzählen, wie die ganze Geschichte abläuft. Starten tut es heute.
Ich muss mal ein bisschen rüber haben, weil ich da meinen Kalender habe. Starten tue ich das heute. Heute haben wir den 2.4. Und N tut es denn am 9.4. um 12 Uhr. Kommt irgendwas dazwischen, kann ich ohne Gründe, schreibe ich euch noch auf, die Verlosung stornieren oder beziehungsweise verändern. Derjenige, der gewinnt, kann ja sein, dass keiner Interesse hat an die Hefte. Ne? Aber ich kann ja nicht anfangen mit einer Verlosung jetzt, zum Beispiel, wo ich dann sage, okay, mal verlost du hier 20 Garnelen, dann habe ich ja irgendwann, kommt ja der Punkt dazu, wo ich keine Steigerung mehr habe. Ne? So wie gesagt, der nächste Highlight wären ja die 2000 Abonnenten. Und da muss ja dann dementsprechend auch eine kleine Steigerung bei sein. Also deswegen behalte ich mich vor. Nur die Hefte erstmal. Und irgendwann dementsprechend kommt es bei der Verlosung. Kann ja sein, dass ich mal so Mischmasch-Garnelen habe und sage, okay, ich habe genug davon, verlose die mit. Teilnehmen darf jeder. Also ob Kanalmitglied oder nicht Kanalmitglied oder Abonnent oder nicht Abonnent, das spielt keine Rolle. Denn Ende, habe ich schon gesagt, endet am 9.4. um 12 Uhr. Und die Gewinner möchte gerne bis zum 12, am 13. oder na, sagen wir, am 12. werde ich den Gewinner den Gewinner euch, also machen wir so eine kleine Auslosung. Dann mal so eine Zettelchens machen, zeige euch dann auch drauf, dass da auch alle Zettel drin sind von den ganzen, dass das also rechtlich so richtig abläuft. Und was ist noch ganz wichtig zu sagen, YouTube hat damit nichts zu tun mit Auslosung, ist komplett, läuft das aus, also von mir aus, steht aber noch in der Videobeschreibung richtig drin, so wie sich das gehört. Ja, was ist noch wichtig? Ja, genau. Und wenn, das muss man so überlegen. Dann habe ich das mir so überlegt. Ihr schreibt Kommentare. Ja, ich möchte die Hefte haben. Haben wir natürlich mehrere dabei, außer dass nur einer das haben möchte. Wird der denn ausgelost? Möchte derjenige mir eine Mail schreiben. Er möchte die Hefte gerne haben. Und dementsprechend werde ich dann die Hefte nach seiner Adresse losschicken. Ja, und natürlich Datenschutzlinien und Richtlinien werden eingehalten. Also die Daten werden hauptsächlich nur verwendet jetzt, um die Hefte zu versenden. Also da kommt keine Spam-Werbung denn oder. Ne? Ja, was soll ich noch zu sagen? Ne? Dann nochmal danke an euch alle, an die Abonnenten. Dass es doch so geklappt hat, teilweise hatte ich euch ja schon mal mitgeteilt gehabt, eigentlich so ja noch schneller als ich dachte mit den 1000 Abonnenten. Ich habe mir da wirklich Zeit gelassen bis ungefähr, jetzt haben wir 2031 hatte ich gesagt, okay, bis dahin möchte ich gerne meine 1000 Abonnenten haben. Warum so lange? Weil ich dann auf Rente gehe. Und da habe ich gesagt, okay, 1000 Abonnenten müsstest du denn schon haben, dass du auch in das Programm von YouTube übernommen wirst. Und daher sage ich euch fairerweise, wird ja denn, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, auch denn Werbung geschaltet zwischendurch. Vorher war es ja schon immer von Anfang bis Ende. Aber von den Kuchen habe ich dann halt kein Stückchen oder ein Krümelchen abgekriegt. Jetzt kriege ich wenigstens ein Krümelchen noch ab davon, wenn sie Werbung schalten. Aber ich sag mal, wenn 3 oder 4 Euro sind, die wandern dann bei mir im Kanal hier rein mit. Das heißt, ich werde da das Geld nutzen, hier so neue Projekte zu starten. Ich habe da ein ganz besonderes Becken nochmal drin. Das ist schon eine kleine Idee, was ich machen kann, bauen muss. Das wird sich aber alles im Juni vielleicht mehr reinschieben, denn ich möchte jetzt so ein bisschen ein paar Videos, hauptsächlich das Samstag-Video und das Mittwochs-Video ein bisschen vorarbeiten. Die Videos, die dazwischen durchkommen, wie zum Beispiel jetzt mit der Outdoor-Aquaristik, da habe ich heute schon eine Pflanze noch geholt, da kommt aber noch ein extra Video drüber und so entsprechend vorarbeiten kommt einfach daraus, weil ich ja jetzt erstmal dann noch zur Reha für den Fahrer, also bin 3 Wochen, man kann es ja sagen, nicht da. Und dort werde ich vielleicht als Abwechslung für mich auch persönlich so ein bisschen
Livestreams machen. Bei mir macht der Spaß hier mit den Videos. Oh, ich könnte auch, wenn ich die Zeit hätte, noch mehr, wie es jetzt gerade abläuft, den Tafelvideo machen. Stört mich ja nicht so noch, überhaupt nicht. Das sind dann die Videos, die einfach auch aus der Hand bei mir fließen, also ohne Vorbereitung. Ja, jetzt kommen sonntags dann noch so ein bisschen Videos, Fragen von euch so ein bisschen mit einbringen. Hauptsächlich Richtung Garnelenhaltung. Und die Livestream haue ich dann irgendwann mal, wenn ich dort bin, mit dem PC da weg. Dann entweder mache ich es über Handy oder Laptop, weiß ich es nicht. Ich weiß auch nicht, wie der Internetempfang dort ist. Und dass wir da so ein bisschen immer, sagen wir mal so, so ein bisschen mehr Kontakt haben. Denn dort habe ich dann die Zeit, einen Livestream zu machen. Ich hoffe, dass ich die Zeit habe. Ja, dann würde ich mal sagen, starten wir das mit der Verlosung mit die Hefte. Mal sehen, ob die jemand haben will. Aber das ist jetzt das Einzige, so, was mir zum Augenblick eingefallen ist, was ich hier verlose, was dann auch schnell bzw. auch dann versendet werden kann. Bei den Tieren weiß ich immer nicht, kommt es nochmal Frost oder nicht. Ich bin da mal vorsichtig, auch mit so einem Heatpack dann zu versenden. Ich habe da immer so ein bisschen, immer so ein kleines Bauchgefühl. Ihr wisstet da nicht, dass dann irgendwie dann wieder Streik ist oder das Paket bleibt irgendwo liegen. Ne? Oder ihr wollt in Urlaub fahren oder so. Ne? Und deswegen. Oder ihr könntet nicht Empfang nehmen. Und so ist es. So finde ich das eigentlich relativ stressfrei. Mitmachen kann jeder, der in Deutschland wohnhaft ist. Schreibe ich eine Videobeschreibung mit. Der muss mindestens 18 Jahre alt sein. Und halt, wenn er natürlich in der Nähe wohnt und ihr wollt, kann er sich die Hefte auch selber abholen. Muss er mitteilen mir, wenn es soweit ist. Ja, ich würde sagen, mir fällt mir da eigentlich ja nicht so weiter ein, euch da was ein bisschen mitzuteilen. Ja, heute war wieder vom Wetter her, wollte ich draußen ja endlich mal starten, so ein bisschen mit meinem Mini-Teich dahinter. Ich habe ja die Pumpe dann noch bestellt, ihr habt die Luftpumpe. Mini-Teich möchte ich ja so zeigen euch, was man achten sollte drauf, wenn man so einen Bodystuhl nimmt, einfach nur so hinstellen. Da gibt es dann viele Punkte, die man eigentlich noch beachten muss. Was ich mittlerweile schon gelernt habe, so ein Mini-Teich, ich hatte mal ein Video gemacht. Mal gucken, ob ich jetzt dann denke, euch zu verlinken. Ich baue einen Terrassenteich, hieß es damals. Da könnt ihr euch schon ein bisschen ein paar Ideen holen, wie man einfach so eine Schale auch auf der Terrasse oder auf dem Balkon preisgünstig selber einbauen kann. Kostet dann damals auch ein paar Euro, denn Dämmmaterial, dit und dit und dit. Da kommt ja eigentlich relativ preiswert bei weg bei der ganzen Geschichte. Dann hatte ich ja noch Solarlichter drin gemacht. Und mit der Pumpe habe ich ja noch hier zu liegen, die Solarpumpe. Da probiere ich ja bei den Becken im Gewächshaus aus. Und da muss ich ja mal so ein bisschen filmen, ob die Pflanzen da langsam loswachsen oder nicht loswachsen. Aber das kommt alles dann noch, wenn das Wetter jetzt besser ist. Ja, jetzt kommen wir eigentlich zum Ende. Das Video wird natürlich wieder zu lang, aber deswegen sage ich ja, ich hau da mal, wenn ich da bin, einfach mal jeden Tag oder jeden zweiten Mal Livestream rüber. Ist mir ja, wenn da nur jemand zuguckt. Mach es einfach. Ja, vielleicht auch so ein bisschen, gut, die Ostsee ist so ein bisschen weiter entfernt. Ich habe gedacht, die ist da in der Nähe, wo ich hin muss, aber ist doch so ein bisschen 10 Kilometer entfernt, zu Fuß zu gehen. Wird auch so ein bisschen spaßig werden, aber vielleicht findet sich doch eine Gelegenheit, da irgendwie besser hinzukommen. Ja, dann wünsche ich euch heute noch einen schönen Tag. Viel Spaß bei der Verlose. Ich hoffe, dass ich mit die Hefte so ein bisschen richtig liege und jemand damit eine Freude machen kann. Wir sehen uns spätestens beim nächsten Video. Morgen müsste ein Video kommen, wieder ein Mittwochsvideo. Ja, und ansonsten sage ich euch am 12. April Bescheid, wer gewonnen hat, und dann kommt jede Dings her, die Hefte dann mit einem Päckchen oder einem Briefumschlag. Mal gucken, wie wir sie hier hinkriegen. Auf Reisen. Ne? Dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Viel Spaß dabei. Danke an euch, dass ihr mal ein Abo da gelassen habt. Wir treu geblieben. Wir sehen uns wieder. Bleibt gesund. Ciao.